Hallo. Ich bin die Agnes Bernauer und wurde im Jahr 1410 als einfache Tochter eines Baders in Augsburg geboren. Bei einem Turnier im Fronhof in Augsburg begegnete ich erstmals dem bayerischen Herzog Albrecht III. Und es war Liebe auf den ersten Blick. In ihm fand ich eine Liebe, die so stark war, dass sie die Grenzen zwischen unseren gesellschaftlichen Schichten verblassen ließ. Unser Glück war leider nur von kurzer Dauer. Herzog Ernst, Albrechts Vater, sah in unserer Verbindung eine Bedrohung für die königliche Erbfolge. Schließlich wurde ich, als mein geliebter Albrecht auf einer Jagdveranstaltung war, der Zauberei angeklagt und in einem kurzen Prozess am 12. Oktober 1435 in der Donau bei Straubing ertränkt. Heutzutage erinnern Straßennamen und eine nach mir benannte Schule in Augsburg an mein Schicksal. Der Komponist Karl Orff widmete mir ein Musikstück, und alle 4 Jahre finden die Festspiele zu meinen Ehren im Innenhof des Straubinger Herzogsschlosses statt. Meine Geschichte mag zwar über 500 Jahre alt sein, doch ihre Botschaft von Liebe, Leidenschaft und der Entschlossenheit, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist, ist auch im 21. Jahrhundert aktuell. Habt immer den Mut, gegen gesellschaftliche Konventionen oder Erwartungen anzukämpfen, sei es aufgrund von Herkunft, Religion oder anderen Unterschieden. Trotz meines bitteren Lebens serviere ich euch jetzt ein zuckersüßes Ende. Lasst euch überraschen. Himmlische Grüße, eure Agnes.